Guten Abend, liebe Damen und Herren. Wir sind Reporter vom SWR1. Wir drehen heute eine Dokumentation über das Hotel Oberstdorf. Ich habe gehört, für Ihre Cocktails machen Sie ganz besondere Sachen rein. Auch manche Sachen aus Ihrem eigenen Kräutergarten. Das stimmt. Also Cocktails überwiegend macht der Hendrik und der Katharin. Das sind die beiden, die hier vorne an der Bar sind. Und dann haben wir Cocktails, also wir nennen es Rührtails. Und das ist nicht richtig, hier vorne aus dem Kräutergarten kommen dann gewisse Zutaten in die unterschiedlichen Rührtails rein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Kräutergarten. Ich bin der Steffen und bin Genussmanager im Hotel Oberstdorf und dafür auch zuständig, dass sich alle wohlfühlen bei Essen, Trinken, beim Sitzen. Das, was wir verarbeiten und dazu gehört, das Thema Kräutergarten. Wir haben ums Haus eine Esslandschaft und jetzt schaut mal, das blüht hier noch. Und wenn man da immer so mal reinfasst und reinriecht, dann kann man die Gewürze immer besser ja, schmecken schon fast. Ne? Also und das hier, weiß jemand, was das ist? Nein. Nein, das ist, hast du schon mal was von Oregano gehört? Macht man manchmal auf die Pizza. Nicht verstecken, bitte. Was sind Sie denn Hallo? Überhaupt? Hallo. Hallo, grüß Gott. Reporter Müller. Ah. Wir wollten Sie einfach mal fragen, sind Sie hier Kunde oder was machen Sie hier? Also im Moment frühstücke ich. Ja. Lecker, leckeres Frühstück immer. Der Oberstdorf ist das Beste. Und ich bin ein Dauergast hier. Sie sind Dauergast? Weil ich bin der Dirigent dieses Hotels. Ui. Und ich bin deswegen Dirigent, weil ich zum Direktor nicht tauche. Wieso das? Die Direktoren haben Schlips und Krawatte und einen Sakko und sind immer ein bisschen steif. Und das kann ich nicht. Das können Sie nicht. Wieso überhaupt nicht? Das weiß ich nicht. Das hat mir meine Mama nicht beigebracht. Meine Mama hat mir beigebracht, dass das Leben viel lockerer und viel fröhlicher ist, wenn man das nicht so steif macht. Hallo, ich bin der Vater da. Hallo. Und Sie denn eigentlich? Ich bin der Karim. Nee, was meinen Sie? Ich bin der Koffi. Wow! Wow. Viel Arbeit! Oh, immer viel los, viel Arbeit! Ja. Wie alt sind Sie denn? Ich? Oh, ich bin nur jung! Okay. Okay. Und wie lange arbeiten Sie? 19 Jahre. Das ist ja schon viel. Aber gut, muss man arbeiten. Ja. Ja, gefällt Ihnen hier? Wird sehr gut. Guten Tag, ich bin Reporter Müller. Hallo. Hallo, Sie arbeiten hier? Ja. Ja, ich bin die Magdalena. Ich darf die Rezeption hier leiten. Leiten? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Mhm. Und macht es Ihnen Spaß? Sehr, ja. Sehr viel Spaß. Sehr, ja. Was muss man denn da so alles machen? Dienstpläne schreiben, die Mitarbeiter einlernen, Auszubildende ausbilden. Wissen Sie noch, mit denen Sie telefonieren? Unsere Gäste natürlich betreuen, ganz wichtig. Okay, das macht uns. Und sind dann die Informationen, was kann man alles machen, was für Wanderungen kann man machen. Rechnungen sind natürlich an meiner Arbeit klar. Angebote schreiben, genau, und eben sich hauptsächlich mit den Kleinen. Wir sind jetzt, wie schon gesagt, am Ende unserer Dokumentation angekommen. Wir geben jetzt beide unser Fazit ab. Also, ehrlich gesagt fand ich das Hotel schon beim Eintreffen ziemlich beeindruckend. Es ist ziemlich groß und sieht außen von dem neuen Holz, sieht es wirklich sehr schön aus. Und wir haben jetzt ja auch alles gesehen, Wellnessbereich, alles. Und ja, also ich finde es einfach super, das Hotel. Und die Mitarbeiter, da kann sich ja eher was dazu sagen. Er hat ja mit vielen Mitarbeitern gesprochen. Also, wie der Herr Müller schon sagt, also ich fand das Hotel auch sehr schön und die Mitarbeiter waren auch sehr nett, ja.